Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir das Schiff nicht ganz so verfolgen können, weil auf einmal ein Schiff im Weg stand. Alles, was ich hoffe, wir das funktioniert diesmal besser. Ja. Der Captain hat also der linke Captain da hat anscheinend den Typen umgebracht. Und scheint gar nicht so nett zu sein, wie man sich das vorstellt von dem Weißen. Okay, also der ist da hinten lang, so wie es aussieht. Wir dürfen noch nicht zu nah an den Schiffen lang. Oh oh, aua. Wie soll ich denn da durchkommen, Alter? Trimmung locker, Pappsegel reffen. Einholen, Großsegel reffen. Nicht zu nah an die feindlichen Schiffe ran. Jetzt halbes Segel. Okay. Nochmal geschafft, alles klar, okay, gut. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. So. Dann wollen wir mal versuchen, da ranzukommen. Warnung Sperrgebiet, das ist mir schon klar. Ich weiß auch nicht, wie weit die Ausgucke ist. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá. E parece que ele fez um bom trabalho. Mist. So, der erste ist weg. Okay, noch zwei Leute. Aua. Okay, es kommt auch noch ein paar mehr. Naja, okay. Wer spielen möchte, dann spielen wir halt noch ein bisschen. Meine Fresse. So. Du kommst mal hoch. So, runter mit dir. Und wir haben alles erledigt. Edward? Huf. Jetzt. So. Weg damit. Und da hinten ist anscheinend noch einer. Okay, das ist klar. Oh, sieht man gleich so, dass wir so und so viel wie möglich auf dem Weg schon zu erledigen sind. Vor dem Nachhinein lässt sich hören. So. Wow. Okay, wir kommen jetzt alleine also aufs Board. Wir sollen, ich dachte, wir tun eventuell das Schiff hier nun. Alles klar, die Jackdaw greift von da an und wir kommen so aufs Schiff. So, na dann. So, rüber mit dir. Ein schöner Schild. Hat ich ganz geklappt, okay. Ich würde den Aussichtspunkt mal wegmachen da oben. Oh. Das gibt's doch nicht. Oh. Gehen die mir auf die Nerven. Wenn nicht, kriegt das nächste menschliche Schild nicht angezeigt.
Ja, das war so klar. Eine Millisekunde vorher kurz angezeigt und dann tot. Das war mir jetzt irgendwie so klar. Ach, Mist. Okay, versuchen wir es nochmal. Aber was macht die Jektor? Oh nein, alles nochmal. Was macht die Jektor dann jetzt? Schau, die kommen wenigstens mit aufs Schiff. Okay, ich schwimme das so, bis sie uns entdecken, dann tauche ich unter. Vielleicht entdecken sie uns auch gar nicht. Niemand, Leute, die Glocke, meine Freunde, niemand. Ali! Ja, ja, komm hier, du kannst mich machen. Was? Verpiss dich! Niemand sollte die Glocke da hin. So. Hui, haben wir gerade noch so geschafft. Für den Weg für den Jektor freimachen. Ach, ist hier unten geht's auch noch, deswegen. Aua! Als letztes Mal war es intelligenter unten rum zu gehen, okay. Ich habe aber beide Wege mal gesehen. Hallo? Ich sehe nichts. Gar nichts. Schön, dass ich die Leute trotzdem umbringe, auch wenn ich nichts sehe. Das gefällt mir. Aua, das ist der Weg. Aua, Alter, lässt du mich, verarschen? Boah, Alter, nicht. Ich habe also noch Munition. So. Ja, noch was durchbrechen. Okay, gut, das habe ich zwar nicht gesehen, aber auch nicht schlecht. So. Der ist auch weg und ist auch der. Das sah ein bisschen strange aus, wie ich den gerade gekillt habe, aber okay. Was bist du denn? Der? Ja, wieso habe ich dich beim letzten Mal denn nicht gesehen? Ja? 21 rum, ach du Güte. Da bin ich ja froh, dass ich nochmal gestorben bin, ehrlich zu sein. So. So, den ersten Mal gekillt. Hallo, ich kann nicht kontern. Oh, ich hasse das, wenn der Typ nicht kontert. Jetzt so. So, okay, den haben wir gekillt. An die Kanonen! Und zwar alle Mann! Auf deinen Befehl, Captain! Lassen wir diese Bestie brüllen! Gib mir etwas wahr! Grossi, Grossi! Mit dem Flaggschiff entkommen! Feuer! So, die ersten sind weg. Ich glaube, die haben Tor zur Hölle stehen. Na los, komm, setz auch noch. Feuer! Sie präsentieren sich uns!
Lasst sie dafür bezahlen! Na, kommt her! Kriegt jeden fetten Stoff in den Wind! Gut, dass sie so langsam sind. Feuer! Feuer! Oh, geht das schnell! Feuer! Und tschüss! Die stehen am Tor zur Hölle! 1, 2, 3! Schade, dass die Dings nicht von denen kriegen kann. So, du, dich gehst so schauen. Flup, 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 flup. Dann kann ich ja noch ein paar. Gib den Befehl, Sir! Ihre Schwachstelle auf den Grund! Ich kann nach hinten schießen! Feuer! Aber. Da, nur ein guter Feuer! Wir gehen aus, klar! Okay. Wollt jetzt gern schwimmen? Wo ist mein Schiff? Hä? Ach, da drüben. Mars und Torfsegelberg! Feuer! So, ja, meine Daumen gehen, jawoll. Und jetzt verfolgen wir noch den Vektor. Alter, was für ein Riesenschiff, aber die Geschwindigkeit mit dem Schiff ist echt nervig. Was ist da? Da ist nichts, okay. Ja gut, dann haben wir also unser Schiff, was wir wollten. Mit dem Flaggschiff entkommen. Achso, okay, das war die Mission. Haben wir geschafft. Eine Prise. Ah, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Lawrence Prinz Blue. Wertlos. Woods Rogers, Ben Hornigold, sogar tolle Stand. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick. Nicht in Gelben verwickeln lassen. Bei dem Schiff oder wie? Die Erinnerung bewerten. Gut, okay, dann halt nicht. 1500 Real. Was ist das denn? Wollte gerade sagen, wir haben euch zum Glück so großes Schiff jetzt, aber haben wir ja noch nicht mehr. Aber warte mal, wir müssen doch theoretisch. Haben wir jetzt genug Eisen mittlerweile? Ist ja natürlich endgeil, wenn wir endlich den großen Mörser kriegen könnten, den wir gerade benutzt haben. Hallo? Ich kann nicht in meine Kajüte. Wo ist die nächste Mission? Ach, die ist da hier vorne. Alles klar, Hauptmission. Also müssen wir anscheinend die Hauptmission noch weitermachen. Bevor wir in die Kajüte können. Öffnen und trimmen! Ich lasse mir Pech. Sind nur 2000 Meter, warum nicht? Mal kurz gucken, ob wir irgendwo noch andere Schiffe rumgeistert. Schauen wir uns das da mal an. Sind alle ziemlich groß. Kann man nicht angucken. Ja, das ist besonders groß, aber das ist ja das, was ich wollte. Das ist anscheinend zu stark für uns, so wie es aussieht. Okay, schauen wir mal, was hier auf der Mission. Vielleicht kommen sie noch nicht mit entgegen. Moment, ich guck mal ganz kurz. Nee, ja, warte mal, hier neben uns sind da welche. Ja, nur 36 kriegt man dauernd eigentlich. Ach, ohne Mörser. Ach, na dann, drauf los. Wir müssen ohne Mörser kämpfen, aber Level 36 kriegt man eigentlich immer dauernd. Ah, es hat nicht mal was geladen. Na gut, dann lassen wir's. Mist, es hat nicht mal geladen, was ich brauche. Gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten mit dem, was sich hier so noch abspielen wird. Ja, und in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren, gibt es dann auch die
Laden! Alle Segel bergen! Nächste Mission! Wir werden wahrscheinlich endlich nach ungefähr 100 Folgen das Observatorium finden. Hoffentlich geht das gut. Bis zum nächsten Mal.